Hallo und herzlich willkommen zurück. Ey, ey, ey. Lässt du. Frechdachs. Willkommen im wunderschönen Falkenstein. Und ich sehe gerade, da habe ich was vergessen. Du nicht. Du nicht, habe ich gesagt. Also ihr seid natürlich willkommen, aber der im Grade, der ist nicht willkommen. So. Und wir gehen einfach mal durch die Kommandantenvilla in die Falkenwacht rein. Super, oder? Der Durchgang ist echt super. Es müsste, glaube ich, sogar ein neues Lied sein, wenn ich mich nicht irre. Das ist ja irre. Oh mein Gott, wie viele Steine wir hier schon rausgeklopft haben, oder? Oder? Das ist doch der Wahnsinn. Aber warte mal, hier ist doch... Nein. Ach, den lieber unten, verdammt. Naja, naja. Ja, dann ist heute theoretisch Mittwoch, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich habe jetzt heute den dritten Tag von meinem Lehrgang. Oh Gott, ich glaube, der Lehrgang ist ganz anstrengend. Wenn ich schon an den Lehrgang denke, dann wird mir schon ganz müde. Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob ihr Kommentare geschrieben habt. Ich hatte ja in der letzten Folge gefragt, was ihr so von Pokémon Go haltet und so weiter und so fort. Und ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich die Folge auch irgendwie nennen, was haltet ihr von Pokémon Go? Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt weiterspiele. Wahrscheinlich schon, weil ich glaube, es macht süchtig. Weil es einfach so dieser Verschmelzung, die Verschmelzung von virtueller und realer Welt irgendwie in sich hat, ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir damals, ich sag mal, was heißt wir? Damals und wir, die beiden Worte sind in diesem Zusammenhang bezogen auf die Generation der Leute, die mit Pokémon groß geworden sind, wo Pokémon als erstes rauskam. Also ich sag mal so, oh, keine Ahnung, wann waren das? Mit dem Game Boy Color, glaube ich, sogar erst, oder? Game Boy Advanced gab es schon, gab es noch lange nicht. Ich glaube mit dem Game Boy Color, wo die grüne, nee, die blaue, die rote und die gelbe Edition war das, rauskam. Ja, das waren Zeiten. Da war so meine Generation, da war ich, wie alt war ich da, vielleicht 14, 13, 12, irgendwie sowas um den Dreh. So, lass mich lügen, so um 2000 rum. Und das war so die Zeit. Ey, das ist noch gar nicht lange her, das sind ja 16 Jahre her, ne? 16 Jahre. Das ist schon eine ganze Zeit, ja. Also, das war so die Zeit, da wo Pokémon richtig gut war. Und da war man auch süchtig danach, ne? Man hat überall mit seinem Gameboy ist man dann noch gewesen und hat dann halt Pokémon gespielt. Und im Grunde ist ja das, was jetzt mit dem Smartphone ist, ist ja im Grunde nichts anderes, außer dass halt das eintritt, was man sich damals gewünscht hat. Man hat sich damals als Kind gewünscht, yay, wie geil wäre es, wenn es echte Pokémon geben würde und man die hier zum Beispiel auf der Bank sitzen sehen könnte oder das Pokémon würde aus dem Gebüsch rauskommen. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Pokémon, die wir theoretisch aus dem Gebüsch kommen lassen können. Tun, sollen, dürfen. Das ist aus meiner Sicht eine der Sachen, weshalb ich den Fortschritt mag. Eine Veränderung, die ganz gut ist, aber es hat auch natürlich Veränderungen, die nicht gut sind. Und das habe ich ja schon angesprochen in der letzten Folge. Die Sache mit dem, dass man nicht gegen andere Pokémon kämpfen kann. Und was auch nicht gut ist, oder was ich verbesserungsbedürftig finde, ist, dass man andere auf dem Radar nicht sieht. Also das wäre doch auch eigentlich ganz cool. Wobei andererseits, man sieht ja in der realen Welt Menschen, die denn da rumlaufen. Das ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich. Und ja, wenn ich Pokémon weiterspiele, das weiß ich nicht. Ich lüge über, also heute ist ja eigentlich Freitag. Also Freitag der 15. ist heute.
an dem Tag, da wo ich aufnehme. Weil ich ja gesagt, dass ich letzte Woche aufnehme. Also letzte Woche habe ich ja gesagt, dass ich für diese Woche aufnehmen muss, weil wegen Lehrgang. Ja, und wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dann ist es ja so, dass ich gerne, ich habe ja einen Glumanda auch aus dem Ei bekommen. Ja, da bin ich mit dem Arbeitskollegen ziemlich weit gelaufen, 2 Kilometer, glaube ich. Oder waren es 5? Ne, 2 waren es. Und dieses Glumandas möchte ich schon gerne hochzüchten, so wie damals mein Pokémon, was ich hatte. Das war ein Glurak dann. Ich habe auch mit Glumanda angefangen und habe dann Glurak gehabt. Und das war so stark. Das war schon echt ein Hammerding. Was mich noch interessieren würde, ob man den Pokémon andere Attacken beibringen kann, das wäre cool. Ich weiß, dass man irgendwie jedes Pokémon nur 2 Attacken hat, was ich irgendwie schade finde, anstatt dass so gemacht werden wurde, wie beim Gameboy. Aber na gut, das habe ich ja schon gesprochen, ne? Man kann ja nicht alles haben. Ja, 2 Attacken, genau. Wäre interessant. Ja, dann habe ich auch schon gesehen, dass man Akku sparen kann, zum Beispiel mit Google Maps, dass man die Offline-Maps nimmt. Offline-Maps. Und dass man auch eine Powerbar muss ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich muss mir das heute kaufen, morgen kaufen. Heute Morgen, weiß ich nicht, mal gucken, wann ich es schaffe. Heute oder morgen muss ich mir irgendwie so eine Powerbar kaufen. Denn mein Akku ist so bald leer, so schnell leer, das geht gar nicht. Pokémon zieht echt viel Akku. Da sind die 17 Steinkohle. Viel Spaß beim Arbeiten, Silo. Nein, nicht Silo, Silo. Und wir brauchen neues Holz. Hallo Huhn, warst du vorhin nicht weiß? Ach ja. Blee, 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 blee. Ja, die Kirche. Wahrscheinlich habe ich jetzt sogar schon mit Faskat gesprochen, mit Faskat Starlax, und der wird uns wahrscheinlich helfen beim Bau der Falkenwacht oder so. Oder vielleicht macht er sich auch schon mittlerweile daran, die Kathedrale niederzureißen. Nein, die wird nicht niedergerissen, die wird renoviert. Bau, bau, bau. Bow, 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 down. So, zack, 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 zack. Reicht nicht. Das wird auch nicht reichen, glaube ich. Wir müssen uns eh überlegen, was wir da alles reinzimmern nun, ne? Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Und wie wir ja auch noch weitermachen, ne? Hier so Deckenverkleidungen von den Stockwerken, hier Deckenverkleidung, da noch Deckenverkleidung, oder lassen wir das so? Ich wäre ja für Deckenverkleidung, weil es dann wärmer wirkt. Und meine Hand juckt, und da ist ein Zombie, verdammt. Meine Hand juckt, meine Hand, hört ihr das? Und der kommt jetzt her, oh nein, lass mich in Ruhe, verschwinde. Verschwindibus. Bam. Aua. Bam. Das hast du nicht umsonst getan, mein Freund. So. Im Grunde... Ja. Ich bin ja mal wieder sehr clever. Genau da, wo eigentlich gar kein Holz hinkommt, bastel ich Holz hin. Denn ich bin der Schlaufuchs. Das ist dann, glaube ich, so, ne? Nein, so nicht. So.
Weißt du, es kann doch nicht schon wieder... Na doch, sind schon wieder 10 Minuten um. Der Wahnsinn. Hallo, ich möchte... Durch dieses Längen, habt ihr das gesehen? Durch diesen Längen habe ich genau dort immer den Block gesetzt, wo schon einer ist. Ja, Faskat, ich weiß nicht, wie weit wir das besprochen haben oder nicht und ob du auch schon hier drauf bist, ob Zeron dich vielleicht schon hier freigelassen hat, also dir schon einen Platz zur Verfügung gestellt hat, mittelfristig. Denn ich denke mal, ich werde ihn auch schon angeschrieben haben und darum gebeten haben, dass er dir dann irgendwie mal hier eine Freigabe gibt, damit du mich besuchen kannst. So. Und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, was wollte ich denn sagen? Ah, ich darf die Aufnahme nicht vergessen, ne? Heute ist ja schon der 15. Und ich habe ja den 23. Juli habe ich eine Aufnahme mit jemandem, wo ich mich freue. Also ich bin da eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehme oder doch oder nicht. Aber ich denke, eigentlich sollte das machbar sein. Vielleicht. Muss ich mal gucken. Vergesse es aber, ich vergesse es nicht. Warte mal, der 23., wenn ich Lehrgang habe. Ne, doch geht. Aber warum habe ich gesagt 21 Uhr? Ich habe da jetzt Spätschicht. Ach ja, weil die Person, glaube ich, erst so spät konnte, ne? War das nicht so? So, okay. Themen habe ich gerade keine mehr. Oh doch, ich weiß was. Wir brauchen Holz. Holz brauchen wir. Wir brauchen einen Holzfäller. Ich weiß nicht, wie der Zeron das immer macht, dass der immer die ganzen Sachen denn vor Ort hat und die ganzen Ressourcen. Bam. Pass mal auf, jetzt setze ich einen Block. Hm, doch nicht. Ich habe gedacht, jetzt geht der komische Schatten weg. Mich würde mal interessieren, warum das so ist. Warum habe ich so einen scharfen Schatten? Weiß das einer von euch? Weil du ein scharfer Typ bist, Tomcat. Darum hast du einen scharfen Schatten. Oh, danke. Das ist ja sehr nett. Da freue ich mich ja. Verdammt, wir haben kein Holz mehr. Kein Holz mehr. Na gut, guck, da haben wir den Schatten und da haben wir den Schatten. Ich frag mich, jetzt wollte ich schon da runterspringen, Alter. Ja, hallo? Sag mal, geht's dir noch gut oder was? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass das so viele Treppen waren. Ach Mann, lass mich doch durch. So, ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, wir brauchen ja auf jeden Fall noch, das können wir eigentlich theoretisch gleich beides verbinden. Ich brauche eine kleine Grünfläche für den Friedhof, den ich machen möchte. Den Friedhof der Legenden oder sowas, irgendwie so. Und... den möchte ich gerne außerhalb von Falkenstein machen, weil die meisten Bürger sind ein bisschen abergläubisch und sagen, ja, ein Friedhof ist innerhalb der Mauern, bringt Unglück. Kann ich nachvollziehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Deswegen werden wir einen Friedhof einfach hier irgendwo hinten bauen. Und zwar, hier wäre eine gute Stelle, ne? Wir könnten hier so einen Weg reinmachen. Hier am See.
Hier so vielleicht, oder? Hier sind so drei breit. So. Können wir gleich das Holz mit abholzen. Machen wir uns eine schöne Schneise da rein, ne? Bitte kein großer Baum, bitte kein großer Baum. Na, hier einfach hier so lang. So, der hier muss auch weg, glaube ich. Wir können ja immer noch neu pflanzen, ist ja nicht das Problem. So, der ist weg, der ist weg. So, hier die weg. So, und da ist der See, ne? Dann könnten wir hier theoretisch den Friedhof machen. Der gar nicht so dicht oder so weit weg muss von den Bäumen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Irgendwas passt doch da nicht. Wir haben doch noch nicht. 1, 2, 3. Wir haben doch keine 5 Baumsorten. Wir haben noch mehr, oder? Trope. Fichte. Ach ja, Schwarzeiche, die geht ja nur zu viert, stimmt. Und die haben wir ja dann hier vorne in dem Platz, ne? Ganz schön leises Lied. So, besser. Friedhof der Legenden, könnte man das nennen, ja. Dann müsste man eventuell sogar den See. Auch interessant, dass hier eine Birke zwischen zwei Eichen gewachsen ist. So, lass mich mal hier durch. Lass mich mal hier durch. Und hier, die machen wir auch mal weg. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Bäume wegreißen, weil wir mehr Holz brauchen. Verdammt. Das hier der große, oh Gott. So, hier, zack, zack, zack. Ich hab doch hier irgendwo was gehört. Da! Ich sehe dich doch, Freundchen. Nein, nein! Scheiß Bäume. Ich hasse Bäume. Mann. Mann. Oh nö. Na toll. Okay, also wir machen den Friedhof hier so. Theoretisch müssten wir den irgendwie hier so weitermachen, oder? Da haben wir die Dingsplantage und hier können wir den Friedhof auch können wir machen. Das könnte man so machen. Wir gehen mal hier vorne hin. Hier haben wir den See. Ja, und dann nehmen wir den See als rechte Kante, zack, und dann machen wir quasi dieses. Kann man das hier? Nee, kann man nicht. So, von dieser Kante an. Gehen wir jetzt einfach ein paar Schritte in die Richtung. Holz alles weg, was hier drin ist. Der Friedhof wird ja dann quasi auch sehr versteckt sein. Ja, ich habe den Skeletor auf der Map gesehen.
Ich glaube nicht, dass er uns jetzt angreifen wird, weil er zu weit weg ist. Hoffe ich. Hoffe ich. So, wo ist hier noch Holz? Hier ist Holz, hier ist Holz, hier ist Holz, da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz, da ist Holz, da. Oh nein, jetzt habe ich den großen Baum angeschlagen. Ach, weg. Was weg ist, ist weg. Nicht wahr? Was weg ist, ist weg. So. Also, der Plan ist halt hier, das freizuschlagen und dann einen Friedhof zu bauen. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt die dritte Folge oder die zweite? Nee, die zweite Folge, ne, die ich aufnehme. Kein Problem, eine können wir noch aufnehmen, schaffen wir noch. So, 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 aber wir müssen uns irgendwann schlafen legen hier. Schlafen wir einfach hier oben im Bett, im Bett, im Baum. Zack, und ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!